war also so, dass das Verursacherfahrzeug, hier ein Seat Arosa, die B167 Berliner Chaussee von der Autobahn kommt in Richtung Neuruppin Innenstadt gefahren ist, dort an einem stehenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, dabei den Gegenverkehr übersehen hatte, mit diesem kollidierte und dann seitlich gegen einen Baum fuhr und dort zum Stehen kam. Also sind insgesamt mit 4 Menschen verletzt worden. Es ist jedenfalls so, dass eine Person in dem Verursacherfahrzeug, der Beifahrer, reanimiert werden musste, um entsprechend zum Schrauberabtransport zu werden.